Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir wollten uns, genau, die Anführerin des Gerudo-Stammes Riju hat dich um deine Hilfe beim Kampf gegen Vanaboris gebeten. Zuerst sollst du dabei helfen, das heilige Erbe des Gerudo-Stammes von den Banditen zurückzuerobern, die es gestohlen haben. Kommandant Tin Tekla auf dem Übungsplatz verfügt über weitere Informationen zu den Banditen. Hey, warum bist du denn so hellhäutig? Stehen bleiben! Egal, wer du bist, ohne Erlaubnis darfst du hier nicht weiter. Oh, und direkt rausgeschmissen. Ja, krass. Oh, okay. Übungsplatz, ha? Hallo, Mann. Okay, es gibt auch hellhäutige Gerudo, alles klar. Das ist der Übungsplatz für die Soldatinnen, die der Königin dienen. Besonders jetzt, da die Banditen umgehen, müssen wir besonders wachsam sein. Dies ist jedenfalls kein Ort, an dem sich gewöhnliche Touristen umsehen sollten. Hä? Bülla hat was gesagt? Dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin hier die diensthabende Kommandantin Tekla. Vor kurzem wurde unser heiliges Erbe von den Banditen der Giga-Bande gestohlen, also liegen unsere Nerven ziemlich blank. Wir wissen, dass sich das Versteck der Banditen im Kalsertal befindet, aber mittlerweile leiden meine Soldatinnen unter Erschöpfung, daher dachte ich darüber nach, externe Hilfe anzuheuern. Was für Erschöpfung? Warum plötzlich? Gibt's dafür einen Grund? Alle mal hören! Diese jolianische Wai wird uns von nun an unterstützen. Helft ihr nach Kräften. Von heute an bist du eine von uns. Wenn du Fragen hast, wende dich an meine Soldatinnen. Nicht ohne dir vorher den Hintern zu fotografieren, Lady. Le Sonnenschild. Und? Aha, natürlich ein Mondsäbel und ein Sonnenschild. Okay. Gerudo-Lanze. Who dead? Hä? Who you? Savota! Ich habe endlich den Wui meines Lebens gefunden. Wir haben vor kurzem geheiratet und jetzt bist du wieder hier in der Stadt. Genau. Ich bin das erste Mal in meinem Leben glücklich, aber er ist krank, schwer krank. Wir brauchen unbedingt ein Moldora-Herz für die Medizin. Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe keine Chance, so ein Biest zu besiegen. Ich bin hier, um die Soldatinnen um Hilfe zu bitten, aber hier ist gerade viel los und sie haben mich weggeschickt. Moldora sind gewaltige Ungeheuer, mit denen zu kämpfen ist lebensgefährlich. Eigentlich kein Wunder, dass niemand diese Gefahr für einen Fremden auf sich nehmen will. Aber ich bin gerade erst aus der Stadt herausgekommen. Ich will nicht zurück dorthin. Was? Moldora sind schreckliche Ungeheuer. Nicht einmal Monster wagen es, sich ihnen zu nähern. In den Torma-Dünen im Westen von hier und auch weiter südlich kann man sie wohl öfter finden. Sie reagieren sehr unempfindlich auf Erschütterungen und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt. Man kann sich ihnen nicht nähern und irgendwen als Ablenkung nehmen wäre nicht die feine Art. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Das Moldora-Herz. Check. So. Dann sehen wir doch mal, ob die eine Tante uns jetzt durchlässt. Hi! Stehen bleiben! Egal, wer du bist! Ich bin doch jetzt einer von euch! Fick dich. Und du? Savota! Dass der Donnerhelm gestohlen wurde, war die Schuld von uns Wachen. Am liebsten wäre es mir, wenn wir fürs Erste nur Gerudo in den Palast lassen würden. Hm.
Wir sind beschäftigt. Absoluter Notfall. Fick dich. Zutritt verboten. Das würde ich sagen, wenn es nach mir ginge. Aber unsere Königin ist eben sehr freundlich. Sie hat gesagt, dass ich Besucher nicht aufhalten soll, wenn du also hereinkommen möchtest, nur zu. Aber wenn du es wagen solltest, unhöflich zu unserer Königin zu sein, dann haben diese Lanze und ich ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Peace. Wer bist du, dass die Königin dich mit der Wiederbeschaffung des Donnerhelms beauftragt hat? Auch wenn die Königin dich für würdig erachtet, ist dies keine einfache Aufgabe. Schließlich haben die Diebe sogar unsere Wachen hinters Licht geführt. Daher müssen sie äußerst geschickt sein. Wenn du mehr über diese Banditen erfahren möchtest, geh zum Übungsplatz. Die Soldatinnen dort, okay. Na ja, Mädels, das liegt daran, dass ihr keinen Penis habt, um mit ihm zu denken. Also, könnt ihr vielleicht den Donnerhelm nicht wieder beschaffen. Nur eine hylianische Weih kann das. Sagt mal, wo steckt eigentlich Baretta schon wieder? Nice name. Sie meinte, sie wolle einen Blick ins Versteck der Banditen riskieren. Aber jetzt, wo du es sagst, das ist schon 2 Tage her. Komisch. Nein, da ist bestimmt nichts passiert. Warst du zu lang in der Sonne? Wieso hast du sie allein gehen lassen? Und wieso hast du mir 2 Tage lang nichts davon erzählt? Was ich eben erklärt habe. Penisse sind nämlich auch nämlich gut für Zeitgefühl. Es tut mir leid, sie wollte nur kurz dort nach dem Rechten sehen. Da dachte ich, es wird schon nichts passieren. Toll gemacht. Jetzt müssen wir nicht nur nach dem heiligen Erbe, sondern auch nach Baretta suchen. Wenn die Kommandantin davon erfährt, dürfen wir zur Strafe 100 Runden um die Gerudo-Wüste laufen. Was machen wir jetzt bloß? Ja, fang mal an zu laufen, ne? Seid still und lasst mich denken. Soll ich dir beim Denken helfen? Wir suchen rund um die Uhr nach den Banditen, aber bis jetzt haben wir nicht viel rausbekommen. Wir wissen, dass das Versteck der Banditen im Kalsatal liegt, aber diese Gegend ist höchst unwegsam. Wir haben schon mehrmals versucht, mit Sandrobben dorthin zu gelangen. Leider hatten wir bislang keinen Erfolg. Als Wüstenvolk ist es natürlich schmachvoll für uns, dass uns ein anderer Stamm so vorführt. Es handelt sich um eine Bande von Unholden namens Jiga. Ha! Sie sind Meister der Verstellung und Spionage. Sie haben sich bei Nacht und Nebel in den Tempel geschlichen, das heilige Erbe gestohlen und sich dann verdünnisiert. Sie sollen Nachfahren der Shika sein, die vor langer Zeit vom König verjagt wurden und dem Bösen anheimfielen. Es gibt immer eine Kehrseite. Aber warum haben sie es jetzt auf unseren Donnerhelm abgesehen? Weil's Anhänger von Ganondorf sind und man... Sexy. Diesen eleganten verzierten Bogen verwenden die Gerudo im Kampf und bei der Jagd in der Wüste. Er besitzt eine hohe Reichweite. Joink! Ah, auch ein Zoombogen. Schön. Chill. Gibt's hier noch was Schönes? Ansonsten check ich jetzt mal. Gehen wir mal in die Wüste zurück. Who that? Who that? Sabota. Rima. Was gibt's denn? Ich unterhalte mich ja gern mit dir, aber ich erinnere mich nicht daran, Bekannte unter den Hylianern zu haben. Da ich mein Leben lang im Palast gedient habe, habe ich die Stadt nie verlassen, weißt du? Und jetzt, da Bülla erwachsen ist und ich dachte, ich kann mich etwas zurücklehnen, gerade jetzt muss natürlich so etwas passieren. Wie dem auch sei, ich befinde mich im Ruhestand, also gibt es nicht viel. Was los? Vor kurzem sind Banditen in den Palast eingedrungen und haben den Schatz der Gerudo, den Donnerhelm, entwendet. Schlimm genug, dass es Banditen einfach so gelingt, in den Palast einzubrechen, aber dann stehlen sie noch den Schatz. Nein, die gehen einfach so wieder. Banditen halt, okay. Wenn ich noch im Dienst wäre, würden die Wachen die 100 Strafen der Gerudo-Wüste erleben. Und dann müssten sie nochmal ganz unten anfangen mit der Gerudo-Ausbildung, wie neue Rekrutinnen. Ciao, ey. Who, that?
Gibt's hier oben vielleicht irgendwas? Ah. Nee, es war eine Schale. Die Tante da oben schon wieder. Sind das Melonenschalen, die hier allesamt treiben? Wo kommen die denn her? Wo kommen die Melonenschalen her? Da oben, das sieht lustig aus. Oh, da ist... Ja, da ist der Sandrobbenverleih. Cool. Was man hier nicht alles noch so findet, würde ich mal behaupten. Erstaunlich. Und da unten ist auch ein bisschen... Da sind ein paar Grasflecken. Da kann ich auch nochmal nach Krogs suchen. Komme ich da hoch? Ach so, boah. Ey, dass sie mich allesamt noch schmächtig nennen. Das macht doch kein Normalsterblicher, so da hochklettern. Was eine Winzblume. Palme. Ding. Ehrlich jetzt? Hier oben ist kein Krog? Nein? So, jetzt komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Lol? Was ist mit dir? Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Verzieh dich! Das sind alles nur am Fressen. Hörst du nicht? Ich habe gesagt, wenn du da rumstehst, vergeht mir der Appetit. Jetzt hau endlich ab! Wie viel willst du denn noch fressen? Hörst du nicht? Ah ja. Was ist. Kann ich die klauen? Kann ich die nehmen? Ups. Ja. Lustig. Eigentlich nicht. Das sieht reichlich interessant aus. Warum ist da oben so ein heftiges Wasserreservoir? Und wo kommt der Scheiß her? Ich will das wissen jetzt. Aber so Kopf überklettert. Das Dumme ist, ich weiß halt nicht. Was passiert, wenn ich meine Klamotten aus... Okay, ich will sowieso aus der Stadt raus. Wir probieren das gleich mal aus. Was passiert, wenn ich meine Klamotten ausziehe? Im Ernst, Mann, wo kommt dieses Wasser her? Was geht bei euch? Aber auch alles nur so kniehohes Wasser, damit ich diese blöden Wasserfälle auch ja nicht mit meiner vermaledeiten Zora-Rüstung hochschwimmen kann, weißt du? Ja, I see what you did there. Zumindest gibt's hier einen Krog. Tuja, ich hab den entdeckt! Bitch! Tschüssi! Tschüssi, tschüssi! Das war's? Hier, von hier kommt einfach Wasser. Das spawnt einfach hier, ja? Okay. Alles klar, lass mal sehen. Die Gerudo-Wüste. Exil der Drachen. Südoase, Perleneinöde, Ostgerudo. Dursttal, Skytrail, Plateau. Verschiedene Berge, Brillenfelsen. Den Brillenfelsen gab es damals auch schon. Zelda, A Link to the Past. Da war er aber auf dem Todesberg. Nord-Gerudo-Fels, Gerudo-Wüste. Wo? Da! Da ist das Kalzertal. Oder Kalzertal. Jene Richtung.
Okay, Moment, Moment, Moment. Lasst uns als erstes... So, ich ziehe mich jetzt mal um. Mal sehen, was die dann so von uns halten. It's raining, man, bitches! Ich renne hier einfach mal doof durch die Gegend. Ah, da ist auch ein Ein Wui! Hier ist ein Wui! Sofort festnehmen! Okay, sobald ich also eine gewisse Range in der Stadt unterschreite, eine gewisse Grenze überschreite. Wui dürfen unsere Stadt nicht betreten. Das ist das Gesetz der Gerudo. Ist das klar? Lass dich hier nicht mehr blicken. Okay. Ciao. Ah, aber wir wollten doch... Moment. Wo ist denn der Sandstiefel-Typ? Weil der Sandstiefel-Typ... Der Sandstiefel-Typ wollte eigentlich... Egal, wir holen uns einfach mal so eine Sandrobbe und cruisen einmal. Komm schon. Wir holen uns so eine Sandrobbe. Gibt's hier was? Nein. Ja, wir holen uns so eine Sandrobbe und cruisen einmal um Gerudo-Stadt drumrum, weil der ja... Typ mit diesen Sandstiefeln, der erzählte ja was davon, dass er für eine nette Dame so vielleicht die Sandstiefel rausrückt. Und nun, da wir hier jetzt Klamotten haben, das war eine Fragezeichenlösung. Ich sehe den Typen aber nirgends. Da ist eine schöne Statue. Na flitsch mal, du Viech. Da ist er ja. Okay, hey. Savage. Ich bin Tuska, 35 alleinstehend und ich laufe gern. Alle sagen, dass ich einfach nie aufgebe. Manche meinen das sogar nett. Bist du allein hier? Wenn du magst, lass uns doch mal zusammen. Ja, ich laufe auf Sand. Dir sind also meine Sandstiefel aufgefallen? Mit denen kann ich über Sand laufen, ohne gebremst zu werden. Sehr praktisch beim Laufen in der Wüste. Wenn du willst, können wir... Ich will Sandstiefel. Diese Sandstiefel sind sehr selten, aber ich würde sie dir ja geben, aber... Ich meine, ich gebe sie dir, wenn du mir einen Gefallen tust. Hast du von der achten Kriegerin gehört? Es gibt bei den Gerudo eine Geschichte von 7 Kriegerinnen, aber es soll noch eine 8. Kriegerin geben. Niemand weiß, warum ihre Existenz in der Geschichte verschwiegen wird. Schon als Kind hat mich die Geschichte der geheimnisvollen 8. Kriegerin gefesselt. Wenn du also die 8. Kriegerin findest, kannst du meine Sandstiefel haben. Ich schau mal. Ach, die Kriegerin von den Bewohnern der Gerudo-Hochebene verehrt. Dort nennt man sie rotbraune Riesin. Das ist alles, was ich weiß. Die Gerudo-Stadt sollte sich jemand finden lassen, der sich mit der Legende Bild oder so zeigen könntest. Dem Bild sollte der gesamte Oberkörper sichtbar sein, wenn das geht. Hier kannst du gern diese Stiefel ausleihen. Ich bin sicher, sie werden dir hilfreich sein. Schneestiefel. Oh, cool. Geliehene Stiefel des Gewicht des Trägers zu verteilen. Okay. Die Gerudo-Hochebene ist von tiefem Schnee bedeckt. An solchen Orten kommt man zu Fuß schlecht voran. Wenn man allerdings Schneestiefel trägt, kann man auch im tiefsten Schnee herumlaufen, wie auf festem Grund. Ach was. Schneller noch! Es gibt niemanden mehr, der sie jetzt herstellen kann. Deswegen hätte ich sie gern irgendwann zurück. Nein.
Die achte Kriegerin ist nur eine Legende. Vielleicht haben nach ihr, was viele haben nach ihr gesucht, aber niemand hat etwas gefunden. Freunden wir uns langsam an und dann. Fick dich. Aha. Gerudo, aber angeblich soll es eine achte Kriegerin in der Gerudo-Hochebene geben. Noch heute von den Gläubigen verehrt wird, um die Sandstiefel zu erhalten, sollst du ihren Oberkörper auf einem Bild festhalten. Aha. Soll geben, der sich auskennt. Deiner Titan Warner Boris. Achso. Aha. Achso, toll, es ist er. Habe ich noch was? Achso. Das ist Zora, bla bla bla, Gerudo-Stadt, Hateno-Institut, Hateno, Hateno, Hateno. Okay. Alles klar, Leute. Dann werden wir uns nächste Folge mal diesem ganzen Shit widmen. Ihr könnt ihr mal gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute, okay? Blink out.